So, ihr wilden Flachzangen, jetzt habe ich mir eure Scheiße lange genug angekriegt. Jetzt kriegt ihr mal eine richtige Aufgabe. Für richtige Männer, also so richtig. Für das nächste Spiel habe ich euch zwei Sachen rausgesucht, die ich theoretisch, fast gut kann. Also Autofahren klappt ganz gut, Boxen hat nicht ganz so geklappt. Manchmal habt ihr ein bisschen auf der Fresse, aber das gehört ja auch dazu. Und jetzt, wie es richtig geht, das erklärt euch Steven und dann kriegt ihr richtig den Arsch voll. Hoffe ich zumindest. Das große ProSieben Autoboxen. Vielen herzlichen Dank an Axel Schulz. Also das große ProSieben Autoboxen steht an und wir haben hier zwei Gegner für euch, Joko und Klaas. Die haben beste und größte Erfahrung gesammelt im TV Total Stocker Crash Challenge. Er hier, der gute Axel, ist übrigens mehrfacher Meister sogar. Ne? Ja, vor allem, du bist ja sowieso, du bist einfach ein mit Leib und Seele ein Autofahrer. Ja, aber der Autofahrer, aber das sind keine Autos hier, das sind eher Einkaufswagen, die wir hier Pass haben. Pass mal auf. Ist ja egal, aber es geht ja immer noch darum, dass ihr in einem Gefährt fahrt und etwas tut. Bei diesem Spiel geht es darum, den Gegner möglichst umzuboxen und eins auf die 12 zu geben. Wir haben vier wunderbare Fahrzeuge, die vielleicht nicht so schnell sind wie die Gefährte, die du normalerweise unterm Popo hast. Aber ihr müsst damit auf jeden Fall ein bisschen Schaden anrichten. Innerhalb dieser markierten Außenfläche fahrt ihr sozusagen in Teams gegeneinander. Das Team, das es zuerst schafft, die Wagen der anderen beiden oder des anderen Teams umzukippen, hat gewonnen. Also es geht im Prinzip darum, Last Man Standing oder Last Man Driving. Wir spielen jetzt Best of Seven. Verstanden? Ich glaube, ihr beide habt auch noch einen Vorteil. Also zumindest wirkt ihr so auf mich. Du, weil du da jetzt irgendwie gar nicht so weit in die Zukunft dir da Gedanken machst. Und du, weil du einfach dich, weil ich glaube, dass du so Spaß dran hast und das einfach so machst. Und du, weil du halt das nicht schlimm findest, ihr habt beide keine Angst. Kann das so sein? Sieht's aus. Oder? Ja. Und ihr beide? Naja. Wir haben halt immer Angst. Das ist unser großer Gegner. Aber dann schaltet sie aus. Schaltet sie aus. Okay. Gut. Klaas, bitte in das Auto. Joko hier vorne. Axel und Paul, ihr könnt es euch aussuchen. Paul, geht dann da hinten am besten rein. Aber nicht, und Axel reinsetzen. Es gibt ein Startsignal und gucken wir uns das Spektakel an. Schnallt euch an. Gebt Vollgas. Benutzt den Boxhandschuh vorne, um das gegnerische Gefährt umzukippen. Axel, in deinem Tunnel nicht auch noch Paul umnieten. Nur Joko und Klaas. Na gut. Gebt mir gleich bitte den Daumen hoch, wenn ihr alle bereit seid. Paul, Daumen hoch. Alles gut. Klaas, du bist fertig. Ja. Daumen. Joko ebenfalls. Oh, ja. Axel auch. Ja. Dann gebe ich das Startsignal für die erste Runde. Los geht's. Bums, bums, bums. Da haben wir doch! Oh! Runde! Was hat er gemacht? Runde vorbei! Warte! Ich helf dir! Runde vorbei! Ah, nee, doch nicht! Aber warum, was ist denn da los? Weiß ich auch nicht, gab's wohl offenbar eine kleine Unebenheit im Boden. Bist du wohl allein umgefallen? Ja. Klaas hat einen Schreck gekriegt und ist einfach umgekippt. Ja. Aber Paul, auf wen geht der denn? Sehr schön. Die erste Runde geht an Axel und... Also ohne, Klaas, ohne Gegenwehr. Was ist das denn hier? Ohne Gegenwehr, einfach umzukippen. Oh, schon wieder. Sag mal, Bremsen ist aber nicht, ne? Merke ich gerade. Ach, herrlich. Herrlich. Also 1-0 für Axel und Paul. Seid ihr... Hatte ich nicht gerechnet. Ihr seid alle wieder in Startposition. Ja. Runde 2 startet jetzt. Bums, bums, bums. Aber wenn du dich da versteckst. Nein! Was, was ist denn da für die Kacke? Sag mal, Leute, sag mal. Vorbei. Bumsen hier. Wir fallen die von alleine. Was die ist denn los? Das gibt's doch gar nicht. Ich will mich scheiße rechtfertigen. Sag mal. Bleib wenigstens mal so stehen, dann kann ich ihm einen geben. Das kann doch nicht sein. Nein, ich hab das ist ja peinlich. Weil du wolltest dich verstecken und kippst um. Ja, aber da kann ich ja nicht führen. Das ist ja hinten uneben. Ich bleib jetzt hier stehen, dann kommen die nicht zu mir, jagen Klaas und dann komme ich von hinten und mach sie fertig. Paul und Axel, ihr könnt im Prinzip Pirouetten drehen, die machen sich selber K.O. Ja, aber das macht aber keinen Spaß, Steven, das hast du mir aber nicht versprochen. Ja, aber du kannst ja gleich nochmal... Was hast du dem versprochen? Dann bleibt unser Geheimnis. Ich hab gar nichts versprochen. Also, 2-0 und Runde 3 startet jetzt. Bums, bums, bums.
Alter, der Bachelor hat den Flach gelegt. Und die beiden letzten. Nein! Nein! Okay, also 3-0. Nee, nicht mich umfahren. Mach ich doch nicht. Leute, der Bachelor hat mich flach gelegt. 3-0 für Axel und Paul. Das ist super, super sensibel, das Ding. Ja. Den darf ich nicht kommen sehen, Axel. War nicht schlimm. Ist nichts passiert. Also, ihr müsst noch eine Runde vor euch entscheiden. Dann habt ihr gewonnen. Best of 7. Alle in Position. Klaas und Joko, denkt noch mal dran, nicht umkippen, bevor ihr den Gegner erreicht. Los geht's. Bums, bums, bums. Ah! Ah! So, der Erste. Hau ihn weg! Das geht doch gar nicht. Das Ding kippt um, ohne dass vorbei. Ich was mache. Vorbei, damit ist dieses Spiel zu Ende. Wann kommen denn die Gegner? Das war zum Warmwerden. Steigt bitte aus. Wir lassen sie noch mal ein bisschen fahren. Weil zu viel Spaß. Willst du noch ein bisschen fahren, Klaas? Ja, schneid mich an, schneid mich an! Pass auf, pass auf! Oh, das tut mir leid. Oh, aber das ist ja lebensgefährlich. Das war keine Absicht, wirklich nicht. Ja, ich verstehe, das hat keine Bremse, ja. Scheiße. Aus. Einfach nur, weil es Bock macht. Einfach nur, weil es Bock Lass macht. Lass mich mal durch hier. Lass mich mal durch hier. Nein! Nee. Ey! Oh, können wir raus? Ja, aber dann mach den Bock. Hau ab, Janke! So. Ich mach dich fertig. So, ihr Lieben, es reicht. Scheiß. Zumindest haben sie Spaß. Das ist das Allerwichtigste. Wir versuchen jetzt, die Jungs aus ihren heißen Gefährten rauszuholen. Was war denn das Problem, Klaas? Das Problem war, dass dieses Ding ein bisschen instabil ist und andauernd umkippt. Ja, das habe ich gesehen. Und dann hat mich der Bachelor flachgelegt. Klaas, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich auch nicht eure der Erste. Waren viel instabiler als unsere. Ja, aber wenn man beim Anfahren schon umkippt, ist es natürlich ein Problem. Das erinnert an eindeutig kann ich sagen, ProSieben hat dieses Spiel gewonnen. Ich sag mal,